Ein Zwergenfußler hebt ab. Nachtgeschichte mit Ritter. Der kleine Ritter Flixfuß lebt in einem winzigen Land, das von den Bewohnern Zwergenfußland genannt wird. Man kann innerhalb eines Tages in wenigen Zwergenfußschritten das Land durchqueren. Und schon befindet sich dort die Grenze des Staatsgebietes des dunklen Rabenfürsten. Die Bewohner von Zwergenfußland sind ein besonderes Volk. Sie tanzen und lachen den ganzen Tag und sie denken ständig ans Essen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wichtig ihnen das Essen ist. Es gibt ein Vorfrühstück, dann gibt es ein Hauptfrühstück, das Nachfrühstück und das Frühstück vor dem Mittagessen. So geht es dann mit den anderen Mahlzeiten ebenso weiter. Trotz ihrer Geselligkeit und auch zugegeben ihrer durchaus vorhandenen Unersättlichkeit sind sie nicht dick. Das liegt wohl an ihren ganz besonderen Häusern. Die Zwergenfüßler, wie sie sich immer gerne nennen, leben nämlich in der Höhle. Sie wollen wenig Platz verschwenden und haben einfach ein Haus über das andere gebaut und dann wieder das nächste darüber und so weiter. Stell dir mal vor, wie das aussieht, wenn ein Haus über dem anderen auf Stelzen steht und dann kommt sicher das nächste auf Stelzen darüber. Sie sind schon wahre Baukünstler. Die Häuser sehen zwar alle irgendwie schräg aus, aber sie halten. Und so kann es passieren, dass 5, 6 schiefe Häuser übereinander stehen. Du wirst dich sicherlich fragen, wie kommen sie dann in ihre Häuser hinein? Tja, dafür müssen sie klettern. Sie haben ganz viele Leitern an die Häuser gebaut und so müssen sie Tag ein und Tag aus ganz viele Sprossen erklimmen. Ich glaube, da hätte ich auch ganz schön viel Hunger und müsste so viele Frühstücke zu mir nehmen. Der Ritter Flixfuß lebt in einem oberen Haus und hat von dort aus einen wunderbaren Ausblick über das ganze Zwergenfußland. Er kann sogar bis zum dunklen Rabenfürsten blicken. Er beobachtet oft durch sein Fernrohr, dass dieser Ritterturniere abhält und gegen ganz gefährliche Drachen kämpft. Flixfuß liegt gerne auf seinem angebauten Holzbalkon auf einer Liege und stellt sich vor, wie er all die anderen Ritter durch seine Tapferkeit und durch seinen Heldenmut beeindruckt. Er träumt gerne in den Tag hinein, wenn er mal nicht gerade beim Frühstücken ist. Er ist dabei immer der Held in seinen Tagträumen. Eines Tages beschließt er, sich auf den Weg zu machen und ebenfalls an einem Ritterturnier teilzunehmen. Seine Nachbarn, die Familie Raufußens und die Fußspringer, raten ihm alle ab und versuchen ihn davon abzuhalten. Ein Zwergenfußlandbewohner lebt in großer Höhe, aber strebt niemals nach Größe, sagen sie alle. Aber Flixfuß hat nun einmal den Beschluss gefasst, auch einmal in seinem Leben etwas ganz Besonderes erleben zu wollen. Also packt er sein Pferd, das eigentlich eher ein Fahrrad ist, mit einem Pferdekopf aus Pappe, aber das stört ihn nicht weiter. Die Idee zählt und der Wille, sagt er sich und tritt kräftig in die Pedale. An der Grenze zum Rabenfürsten angekommen, stehen da auch schon die Wachen und rufen laut: »Halt! Was willst du hier?« Flixfuß antwortet ihnen: »Ich will an einem Ritterturnier teilnehmen und gegen Drachen kämpfen. Ich bin ebenfalls ein Ritter und ebenso mutig und kampferprobt wie alle anderen.« Die Wachen schauen ihn zunächst völlig verdutzt und nach kurzem Schweigen fangen sie an, fürchterlich zu lachen. Es kullern ihnen so richtig die Tränen aus dem Gesicht. Sie krümmen sich vor Gelächter und bekommen schon fast keine Luft mehr. Der eine krächzt: »Dieser Zwerg mit seinem Pappfahrrad! Ha, 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 ha!« Sie bekommen einen derartigen Lachanfall, dass sie schon fast auf dem Boden liegen und nach Luft schnappen müssen. Flixfuß lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Er steigt wieder auf sein Pferdefahrrad und radelt einfach über die Grenze. Die Wachen sind schon gar nicht mehr dazu fähig, ihn auch nur ansatzweise aufzuhalten. Flixfuß radelt munter weiter bis zum großen Fürstenschloss. Es herrscht reges Treiben im Schloss, da bald wieder ein Ritterturnier stattfinden soll. Vereinzelt sind schon die großen Ritter
der anderen Fürstentümer und Königreiche angereist und haben sich im Schloss einquartiert. Flixfuß radelt vergnügt zum Schlossverwalter und bittet höflich um eine Unterkunft. Der schaut sich den kleinen Ritter durch seine Brillengläser genau an und muss tatsächlich mehrmals nachfragen. »Du bist ein Ritter vom Zwergenfußland und willst tatsächlich an diesem Turnier teilnehmen?« Er mustert ihn ganz genau. Und da Flixfuß auch ein Wappen seines Landes vorzeigen kann, bleibt ihm nichts anderes übrig, als ihn für das Turnier zuzulassen. Also parkt Flixfuß sein Pferdefahrrad in der Pferdebox, die ihm zugewiesen wurde, und macht sich im großen Rittersaal des Schlosses gemütlich. Im Saal sitzen schon die anderen Rittern, die mit ihren Heldentaten prahlen, und jeder ist besser als der andere. Der eine ruft lauthals: »Ich habe vorgestern einen riesigen giftigen Drachen mit bloßen Händen erschlagen.« Ein anderer hält dagegen: »Ich habe zwei supergroße Drachen mit nur einem Speerwurf erstochen.« So geht es dann weiter und weiter. Jeder hat noch größere Heldentaten als der andere vollbracht. Dabei trinken sie einen Wein nach dem anderen, bis sie fast nicht mehr stehen können. Flixfuß hält sich zurück und trinkt nur Wasser, da er einen klaren Kopf behalten möchte und dieser Trinkerei wirklich nichts abgewinnen kann. Während die anderen Ritter noch bis spät in die Nacht sich selbst feiern, geht er selbst schon recht früh ins Bett, da er am nächsten Tag auf das große Turnier wartet. Am nächsten Tag wacht Flixfuß schon sehr früh auf. Die anderen Ritter sind noch völlig erschöpft von der durchzechten Nacht und horchen garantiert noch an ihren Bettlaken. Der kleine Ritter zieht sich schnell an und geht schon mal auf den Turnierplatz. Auf dem Platz stehen ganz viele festlich geschmückte Zelte, in denen sich die verschiedenen Ritter von dem anstrengenden Turnier umziehen und ausruhen können. Es gibt eine Zuschauertribüne mit einem besonders großen und golden verzierten Ehrenplatz für die Fürsten und für seine Familie. Am Rande des Platzes stehen lauter riesige Boxen, in denen es gewaltig raucht und rumpelt. Der kleine Ritter nähert sich ganz vorsichtig den Boxen und schaut mit Sicherheitsabstand in sie hinein. In den Boxen sitzen die verschiedenen Drachen. Es gibt Drachen, die haben ganz viele spitze Zähne. Und dann gibt es welche mit ganz vielen Stacheln auf der Haut. Ein anderer Drache sieht eher aus wie eine zu groß gewordene Kröte mit völlig verdrehten Augen und winzigen Flügeln. Wie der fliegen kann, das ist Flixfuß wirklich ein Rätsel. Am Ende der Boxenreihe sitzt ein großer goldener Drache mit schimmernden Federn, die in der Sonne strahlen wie kleine Regenbogen. Dieser Drache schaut Flixfuß ganz neugierig an. Der Ritter nähert sich ihm ganz vorsichtig und stellt sich vor. »Hallo, ich bin Flixfuß vom Zwergenfußland. Und wie ist dein Name?« Der goldene Drache schaut ihn nur schweigend an. Der Ritter schaut ihm ebenfalls in die Augen, da aber keine Antwort kommt, dreht er sich wieder um und geht ein paar Schritte in Richtung des Kampfplatzes. »Mein Name ist Galatin Sonnenfeder, aber die meisten sagen einfach nur Galatin«, schnaubt es zögerlich von hinten. Der kleine Ritter dreht sich überrascht um. »Du kannst ja doch sprechen.« »Natürlich kann ich sprechen, im Grunde können alle Drachen sprechen, aber die meisten machen sich nicht die Mühe, danach zu fragen. Wir Drachen leben so wie ihr mit unseren Familien zusammen und wir reden auch miteinander.« »Wie kommt es, dass du hier gefangen bist?«, fragt Flixfuß. »Tja, wir Drachen werden extra für diese Turniere eingefangen und anschließend hier hingebracht. Alle 3 Monate lauern die Ritter des Fürstentums unseren Familien auf und stellen uns Fallen. Keiner ist bis jetzt zurückgekommen.« Bei diesen Worten schimmert eine kleine Träne in seinen Augenwinkeln. Flixfuß versteht die Welt nicht mehr. »Ich dachte immer, Drachen wären so gefährlich und jeder müsste Angst vor euch haben. Warum wehrt ihr euch nicht?«
Das liegt daran, dass wir ja mit unseren Familien zusammenleben und sich einer von uns opfert, damit unsere kleinen Babys und unsere Familien nicht gefangen werden, sagt Galatin. Der kleine Ritter grübelt kurz nach und da kommt ihm eine tolle Idee. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, den Rittern einen so fürchterlichen Schrecken einzujagen, dass sie euch in Zukunft nie mehr bedrohen werden? Alle unsere Versuche, die Ritter zu verjagen, sind fehlgeschlagen. Und was nützt uns das jetzt noch? Sieh doch, wir alle sitzen hier in Käfigen und bald sind sie alle wach und unsere Stunde hat geschlagen, seufzt Galatin. Flixfuß ist um keine Idee verlegen. Gerade weil sie sich jeden Tag immer neue Geschichten ausgedacht haben, weiß er, wie wichtig es ist, es immer wieder aufs Neue zu probieren und sich etwas Neues einfallen zu lassen. Also zieht er mutig den Sicherheitsbolzen aus dem Käfig von dem Drachen und schon steht die Tür zur Box offen. Galatin schaut zunächst verblüfft, aber dann verlässt er einen Fuß vor den anderen setzend seinen Käfig. Kurz denkt Flixfuß darüber nach, dass es auch für ihn ein Wagnis war, einfach den Käfig zu öffnen. Galatin könnte ja auch für ihn gefährlich sein. Aber der Drache kniet sich vor ihm nieder und schaut ihm dankend in die Augen. Mein lieber Freund, da du mich befreit hast, ist es jetzt hier nicht mehr sicher für dich, schnaubt der goldene Drache. Wenn du magst, kannst du uns zu den südlichen Bergen begleiten und unsere Familien kennenlernen. Flixfuß wandert nun von Box zu Box und entriegelt auch diese, bis alle Drachen befreit sind. Zum Glück merkt es noch niemand, da die Trunkenbolde noch alle schlafen. Selbst die Wachen sind noch im Tiefschlaf. Galatin kniet zu Flixfuß nieder, damit dieser auf seinen Rücken steigen kann. Doch plötzlich erschallt das Signalhorn der Wachen und sie brüllen alle: Zu den Waffen! Die Drachen brechen aus! Galatin und die anderen Drachen schlagen ganz heftig mit den Flügeln und versuchen so schnell wie möglich vom Boden abzuheben. Flixfuß plumpst vor Schreck vom Rücken des Drachen herunter und kann sich nur mit Mühe und Not am Fuß festhalten, während Galatin immer mehr an Höhe gewinnt. Es zischen schon die Pfeile am Körper der Drachen vorbei und die Ritter kommen aus ihren Zelten herausgerannt und werfen ihre Speere den Drachen nach. Aufgrund ihrer Schlaftrunkenheit verfehlen die Speere zum Glück ihre Ziele. Flixfuß ist wie jeder Zwergenfußländer ein guter Kletterer, sodass er geschwind wieder auf den Rücken des Drachen klettern kann. Derweil werden die Ritter auf dem Turnierplatz immer kleiner und kleiner und die Pfeile der Wachen können sie nicht mehr erreichen. In der Drachenwelt angekommen, kreisen die Drachen über ein riesiges Gebiet mit großen, massiven Felsen, die umrandet sind von ganz vielen saftig grünem Wald. Inmitten des Waldes gibt es einen freien Platz, der den Drachen als Abflugs- und Landeplatz dient. Einer nach dem anderen landet geschickt auf dem Platz und schon werden sie umringt von ganz vielen unterschiedlichen Drachen. Zunächst sind sie alle erstaunt, dass ein Mensch auf dem Rücken des goldenen Drachen sitzt und so manch einer würde den kleinen Ritter gerne zum Teufel jagen. Aber Galatin erklärt den anderen, dass er sie befreit hat und dass er jetzt unter ihrem Schutz steht. Nachdem jeder seine Familie umarmt hat, wird es schon Zeit für den Plan des kleinen Ritters. Wir müssen die Ritter des Fürsten abschrecken, sonst werden sie noch viele Jahre hierher kommen und einer nach dem anderen wird für die Turniere verschleppt und ihr wisst ja, was dann passiert. Die Drachen schnauben wutentbrannt und so mancher stampft dabei auf die Erde. Es entsteht eine wilde Diskussion, was alles unternommen werden könnte. Es gibt Vorschläge wie gemeinschaftlich aufbrechen und anschließend das Fürstenschloss niederzubrennen. Dann gibt es Vorschläge wie alle Menschen zum Mittagessen. Ein anderer war, dass sie alle ihre 7 Sachen packen und woanders hinziehen. Sie schreien alle sich nur wild an
ohne wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Flixfuß gibt Galatin ein Zeichen, sodass er eine große Fontäne Feuer speit und dazu ganz laut Ruhe ruft. Auf einen Schlag werden sie auf einmal ruhig und schauen zum goldenen Drachen hin. Galatin räuspert sich und sagt, also, wir haben da eine Idee. Und die geht so. Die kommt ganz gewiss ohne Gewalt aus und ohne Gewalt bedeutet auch ohne Opfer. Wir haben uns gerade erst befreit und seid sicher, die Ritter wissen uns auch selbst, wenn wir jetzt alles niederbrennen würden, würden sie uns verfolgen. Sie wollen dann ganz sicher Rache nehmen. Auch wegziehen geht nicht, weil wir dann eventuell auch wieder verfolgt werden. Und wer will schon sein Zuhause verlieren? Wir leben schon seit Jahrhunderten hier und ich liebe meine Heimat. Auch finde ich Menschen zu essen nicht wirklich lecker. Ich bin Vegetarier und meines Wissens seid ihr das auch. Also, lassen wir jetzt erstmal den Kleinen hier reden. Vielleicht kommt ja etwas Brauchbares dabei raus. Die Runde schaut Flixfuß erwartungsvoll an. Ich denke, wir können das ganz einfach lösen. Wir Menschen fürchten uns oft vor Dingen, die wir nicht kennen oder einschätzen können. Und wenn etwas größer ist als normal, dann ergreifen wir auch die Flucht. Was haltet ihr davon, dass wir einen großen, riesengroßen hölzernen Superdrachen bauen? Er sollte so realistisch wie möglich sein. Hier in der Gegend herum gibt es ja genug Holz und auch Lehm, um die Oberfläche des Drachens in schuppige Haut zu verwandeln. Auch schlage ich vor, dass wir in Zukunft Patrouille fliegen, um die Ritter des Rabenschlosses rechtzeitig kommen zu sehen. Dann schlägt einer Alarm und einige von euch klettern in den Holzdrachen und speien ganz fürchterlich Feuer. Der Drache sollte auch auf den Rädern montiert werden, sodass wir ihn bewegen können. Dazu wäre es ganz wichtig, dass wir ganz viel Lärm machen. Am besten, wir bauen noch Metallschalen gegen, die wir dann ganz feste klopfen und auch Metallröhren, durch die wir ganz unheimlich laute Geräusche von uns geben können. Die Ritter wären dann davon überzeugt, dass hier ein ganz fürchterlicher Superdrache lebt, der unbesiegbar zu sein scheint. Glaubt mir, die nehmen schneller Reis aus, als wir gucken können. Nach kurzer Diskussion und auch einer Abstimmung kamen alle Drachen dazu überein, Flixfuß' Plan in die Tat umzusetzen. Flixfuß war sich ganz sicher, dass die Ritter bald wieder auftauchen würden, da ja beim letzten Ritterturnier die Drachen abhanden gekommen sind, was ihn durchaus zum Schmunzeln brachte. Er schätzte, dass sie in circa 2 Wochen wieder hier eintreffen würden. Zum Glück konnten die Ritter ja nicht fliegen, und so hatten sie nun einen kleinen Vorsprung. Die Drachen machten sich gleich am nächsten Tag daran, den Plan in die Tat umzusetzen. Jeder half mit, vom kleinsten Babydrachen bis zum Großmutterdrachen. Jeder hatte etwas zu tun. Sie fällten Bäume und schnitten sie auseinander. Andere fertigten Werkzeuge, Nägel, Schrauben und auch die Eisenschalen und die Metallröhren. Die handwerklich begabten starken Drachen bauten auf Anweisung von Flixfuß und Galatin den Riesendrachen. Sie versahen ihn sogar mit Flügeln, die sich bewegten, wenn 3 Drachen an den Seilen zogen. Im Inneren gab es Sitzplätze für 5 Drachen, die aus einem gigantischen Maul dann Feuer speien konnten. Es gab an den Seiten auch noch Auslässe für die Krachmacher, so nannten sie die Drachen, die auf die Metallscheiben hauten und die unheimliche Geräusche mit den Röhren machten. Die Zeit verging wie im Flug und schon bald näherte sich das Ende der 2-Wochen-Frist. Noch war von den Rittern nichts zu sehen. Aus diesem Grund machte sich Flixfuß mit einigen mutigen Drachen auf den Weg und suchte die Landschaft nach irgendwelchen Anzeichen der Angreifer ab. Nach relativ kurzer Zeit
fand er schon einen Spähtrupp des Fürsten und seine Gefolgschaft. Sie waren noch eine Tagereise entfernt. Flixfuß kehrte mit seinem Drachen zurück und alle warteten voller Anspannung und auch Angst auf das Eintreffen der Ritter. Ein Tag verging, dann zwei, es folgten 5 Tage und sie glaubten kaum noch daran, dass die Ritter umgekehrt waren und wurden schon leichtsinnig. Manchmal war eine Patrouille nicht besetzt und Galatin musste seine Artgenossen dazu zwingen, wieder Wache zu halten. Das Warten war unglaublich anstrengend und nervenaufreibend. Am nächsten Tag schlichen sich die Ritter ganz leise an. Schritt für Schritt näherten sie sich dem Drachendorf. Jedoch warteten die aufmerksamen Drachen schon auf sie. Sie bezogen alle ganz leise Stellung und ließen die Angreifer ganz nah herankommen. Und dann fingen sie an. Ein gewaltiges Dröhnen, Scheppern, Jaulen und Rufen ertönte, und ein riesiger, mit dunklen Schuppen bestückter Drache bewegte sich auf die ritterlichen Angreifer zu. Vor lauter Aufregung konnten die Drachen jedoch kein Feuer speien. Sie husteten und keuchten, aber es kam kein Feuer heraus. Die Ritter sahen zwar einen riesengroßen Drachen, der ganz viel Lärm machte, aber ansonsten passierte nicht viel. Da sie es nicht einschätzen konnten, versteckten sie sich hinter den Bäumen und waren sich noch unschlüssig, ob sie diesen großen Drachen jetzt angreifen konnten oder nicht. Sicherlich wäre er auf dem nächsten Turnier eine besondere Attraktion. Flixfuß erkannte, dass er jetzt schnell handeln musste und kletterte geschwind mit einer brennenden Fackel in der Hand in das Dracheninnere und zündete einfach den Holzdrachen an. Da ja Drachen Hitze mögen, war das kein Problem und sie fühlten sich richtig wohl bei der Hitze. Dann fing endlich einer der Drachen an, durch das brennende Maul des Superdrachen Feuer zu speien. Dann folgte einer nach dem anderen und eine gigantische Feuerfontäne spie in Richtung der Ritter und versenkte alles, was dem Superdrachen zu nahe kam. Der ganze Drache glühte in tiefem Rot und die Flügel bewegten sich auf und ab. Riesige Flammen loderten am Körper des Drachen hoch und dabei spie er auch noch Feuer aus dem Maul. Die Geräusche, die der Superdrache dabei von sich gab, konnten erschreckender nicht sein. Es gab ein lautes Knurren, Fauchen und Donnern, das sicherlich bis weit über den Wald hinaus zu hören war. Es war ein so fürchterlicher Anblick, dass die Ritter des Rabenfürsten vor Schreck erstarrten, und als der Drache immer näher kam und sie die Hitze spürten, rannten sie um ihr Leben. So schnell hatte man bisher noch nie einen Menschen rennen sehen. Sie hatten buchstäblich die Hosen voll. Selbst der Rabenfürst floh panisch, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her. Sie stolperten über die Sträucher, sie rafften sich auf und rannten weiter, während im Hintergrund der riesige brennende Drache Feuer spie. Die Flamme war noch viele Kilometer weit zu sehen. Das Brüllen des Drachen verfolgten die Ritter noch viele Jahre, bis in ihre Träume. Sie berichteten jedem im Ritterreich, dass hier der gewaltigste und gefährliche Drache leben würde, den die Menschheit je gesehen hatte. Der Superdrache war so angsteinflößend und gigantisch, dass sie es nie mehr gewagt hatten, jemals auch nur in die Nähe der Drachen zu kommen. Die Drachen waren über die Jahre trotz alledem weiterhin wachsam und Flixfuß blieb noch lange Zeit bei ihnen, bevor er dann doch Heimweh bekam nach dem Zwergenfußland, und dann wanderte er wieder nach Hause. Nach vielen Jahrhunderten haben die Menschen einfach vergessen, dass es jemals Drachen gegeben hat. Und dann tauchten die Drachen nur noch in den Märchen und in den Geschichten auf. Aber es gibt sie noch, gut versteckt in den Tiefen der Wälder und fernab der Menschen. Das war die Geschichte von Flixfuß und von den Drachen.